bekommen. Und hier haben wir ein Booster Pack von Yu-Gi-Oh! The Secret Forces. Ja, ich bin in ein Geschäft herumgegangen, hab's alleine entdeckt. Es war verbilligt, ich musste es einfach nehmen. Das hat mich direkt angefleht, nehme ich mit. Und hier ist nun ein Secret Forces. 5 Karten sind in diesem Booster Pack nur drinnen. Und wir werden es jetzt öffnen und schauen, was drinnen ist. Ich habe nicht so große Erwartungen, aber wer weiß. Oh, Geistungeheuer Ulti Peterfilm. Peterfilm. Nicht so schlecht, Geistungeheuer Monster. Dann noch ein Höhenlagenritter. Begräbnis aus einer anderen Dimension. Ein Djinn Wahrsager der Rituale für die ganzen Ritualmonster. Und eine Gishki-Kette. Ja, ich bin für das Geistungeheuer Monster ziemlich erfreut. Ich habe noch ein paar, noch kein Deck zusammengestellt, aber wenn ich eins mache, dann ist die sicher dabei. Habt nämlich nicht so viele davon. Ah ja, ein sehr kurzes Opening war das. Nicht die besten Karten, ein paar, die ist gut. Die kann auch gut sein manchmal. Ritualdeck, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eins machen kann. Man kann nur mit dem Wahrsager der Rituale überhaupt ein Ritualdeck machen. Ich weiß nicht, dass es auch ein bisschen stärker ist, aber naja. Höhenlagenritter. Ist für Windmonster gut, aber auch nicht wirklich benutzenswert und benutzt nicht wirklich in irgendeinem Deck. Gishki-Kette für Gishki-Monster kann ganz nützlich sein. Okay, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit den Secret Forces Booster Opening und ich wünsche euch noch viel Spaß und schaut auch einfach auf die anderen Videos, die ich noch so habe. Fragt mich, was ihr wollt, was ihr sehen wollt und so weiter. Schreibt es einfach in die Kommentare.